Schon von Weitem kann man sehen, es gibt sie an jedem Ort. Sie hat's überall Filialen und schenkt Raum für Gottes Wort. Menschen kommen hier zusammen, manche finden hier Asyl. Und seit vielen hundert Jahren ist sie da, ist sie stabil. Wohin sollen wir uns wenden, wenn die Welt um uns zerfällt? Wenn wir nicht mehr weiter wissen, jeder scheint auf sich gestellt. Dann tut's gut, dorthin zu eilen, wo wir zueinander stehen, miteinander Sorgen teilen und ein Licht im Dunkeln sehen. Wenn die Kräfte sich verschieben und die Lüge uns verführt, man die Stiefel und Parolen wieder in den Straßen hört, dann ist's gut, den Ort zu kennen, wo die Liebe Maßstab ist. Wir die Lügen klar benennen und bekennen, ich bin Christ. Wer gestaltet Übergänge, wo ist Tod und Leben Kult? Wo erklingen Lobgesänge, wo stehen wir zu unserer Schuld? Wo wir lernen zu vergeben, dort vereint uns ein Gebet. Da beginnt schon hier ein Leben, das am Ende weitergeht. Orgelspiel und Chorgesänge, Bilderbauten und Kultur, alte und ganz neue Klänge, mal in Moll und oft in Dur. Viele können sich entfalten, andere hören gerne zu. Kirche liebt vom Mitgestalten, liebt von uns, vom Ich und Du. Wo ihr einem der Geringsten helft und nicht vorübergeht, habt ihr Christus selbst geholfen, der zu seiner Kirche steht. Seine Liebe und sein Wesen prägt den Geist, schärft den Verstand. Daran kann die Welt genesen und verleiht uns festen Stand. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner YouTube-Liedandacht. Heute habe ich das Lied Credo ausgewählt. Im Mai feiern wir ja das Pfingstfest und deshalb erschien es mir als gut und schön, ein Lied über die Kirche. Wozu gibt es die Kirche eigentlich? Wozu brauchen wir in unserer Gesellschaft die Kirche zu veröffentlichen? Und das habe ich in dem Lied Credo, glaube ich, ganz gut mal aufgeschlüsselt oder aufgezählt, warum ich Kirche wichtig finde für diese Gesellschaft.
Schon von Weitem kann man sehen, es gibt sie an jedem Ort. Sie hat überall Filialen und schenkt Raum für Gottes Wort. Menschen kommen hier zusammen, manche finden hier Asyl und seit vielen hundert Jahren ist sie da, ist sie stabil. Das ist in der Tat so. Wenn man in einen Ort reinfährt, sieht man meistens schon von Weitem den Kirchturm. Und wo gibt es schon noch eine Gesellschaftsform, wo gibt es schon noch eine Firma, wo gibt es schon noch eine Vereinigung, die von Weitem erkennbar in jedem Ort eine Filiale hat. In jedem Ort weiß ich, oder in den meisten Orten weiß ich, da ist eine Kirche, da kann ich zur Ruhe kommen. Da ist ein Ort, in dem Raum geschenkt wird für Gottes Wort. Und ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig, dass das, es ist ein Teil unserer Kultur, dass man in jedem Ort eine Kirche findet. Im zweiten Vers heißt es, wohin sollen wir uns wenden, wenn die Welt um uns zerfällt? Wenn wir nicht mehr weiter wissen, jeder scheint auf sich gestellt. Dann tut's gut, dorthin zu eilen, wo wir zueinander stehen, miteinander Sorgen teilen und ein Licht im Dunkeln sehen. Auch dafür steht die Kirche, dafür steht der Kirchturm. Wir haben jetzt gerade auch während der Ukraine-Krise begonnen mit wöchentlichen Friedensgebeten. Wir haben um 12 Uhr mittags die Glocken geläutet, um daran zu erinnern, es herrscht Krieg mitten in Europa und wir versammeln uns, um gemeinsam zu überlegen, was können wir tun, wie können wir handeln und um gemeinsam für Frieden zu beten. Gebet ist ja weit mehr als die Hände in den Schoß zu legen und die Augen zu schließen, sondern Gebet bedeutet immer auch, dass wir die Gesellschaft, dass wir diese Welt ins Gebet nehmen. Und der flehentliche Ruf, Herr, lass Frieden werden. Lass Frieden werden für die Menschen in der Ukraine, aber lass auch Frieden werden für die russischen Soldaten, die ja einen Kampf kämpfen müssen, der nicht ihr Kampf ist. Das ist der Ort, an dem sich das organisiert. Das ist der Grund, ein wichtiger Grund, warum es Kirche gibt, innerhalb dieser Gesellschaft parallel ein Raum, in dem Menschen zusammenkommen, sich engagieren, einander Mut machen und sich vergewissern, wir sind auf einem hoffnungsvollen Weg. Wir haben eine Idee, wir haben eine Vision von einer anderen Welt, von einer friedfertigen Gesellschaft. Dafür ist Kirche da. Wenn die Kräfte sich verschieben und die Lüge uns verführt, man die Stiefel und Parolen wieder in den Straßen hört, dann ist es gut, den Ort zu kennen, wo die Liebe Maßstab ist. Wir die Lügen klar benennen und bekennen. Ich bin Christ. Als 1989 die friedliche Revolution ihren Höhepunkt erreichte, waren die Kirchen der Ausgangspunkt für diese Revolution der Kerzen. Die Leipziger Friedensgebete waren ein wichtiger Ort, wo Menschen sich versammeln konnten, wo Menschen ihre Meinung sagen konnten, wo Menschen nicht nur beten, sondern vom Altar auf die Straße die Botschaft Jesu getragen wurde und ein wichtiger Slogan war, keine Gewalt. Die Kirche hatte damals eine ganz wichtige gesellschaftliche Bedeutung, quasi als Parallelstruktur zu der bestehenden atheistisch geprägten Gesellschaft. Und wohin sollen sich die Menschen wenden? Wohin sollen wir uns wenden, wenn wir keine Gemeinschaft mehr haben, die quasi parallel zu dieser Gesellschaft existiert und wo wir tatsächlich auch was anderes hören als die Parolen unserer Gesellschaft und unserer Politiker? Deswegen ist Kirche wichtig. Wer gestaltet Übergänge? Wo ist Tod und Leben Kult? Wo erklingen Lobgesänge? Wo stehen wir zu unserer Schuld? Wo wir lernen zu vergeben? Dort vereint uns ein Gebet. Da beginnt schon hier ein Leben, das am Ende weitergeht. Das geschieht in Kirche, das geschieht in der Gemeinde, dass wir Übergänge gestalten. Wir haben die Taufe. Die Taufe eines Kindes ist ein wunderbares Fest. Zu wissen, wir legen dieses kleine Kind in die liebenden Arme Gottes. Wir haben die Konfirmation oder in der katholischen Kirche die Kommunion und die Firmung. Das heißt, Kinder und Jugendliche in einem gewissen Alter nochmal heranzuführen an die wunderbare Botschaft Jesu, die ja immer eine ganz andere Botschaft ist als die Nachrichten und Botschaften, die wir in dieser Gesellschaft hören. Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, segnet die euch verfluchen,
tut Gutes denen, die euch hassen, dann ist das eine ganz andere Botschaft, die uns weltfremd scheint, aber die trotzdem wichtig ist zu hören und zu wissen, hier wird nochmal eine ganz andere Vision von Gesellschaft, von Zusammenleben gezeichnet, gemalt. Ganz anders könnten wir leben, wenn wir als Menschheit Jesus hinterher stolpern würden, wenn wir in den Spuren des Nazareners unterwegs wären. Und das zumindest im Ansatz immer wieder zu probieren und zur Sprache zu bringen, das ist wichtig. Weitere Übergänge, eine Hochzeit, eine kirchliche Hochzeit, wo wir unsere Beziehung unter den Segen Gottes stellen und uns Hilfe ins Boot holen, wo wir sagen, okay, wenn wir es auch nicht mehr alleine schaffen, wir wollen trotzdem rechnen mit dem Freiraum der Vergebung und der Liebe. Und dabei kann uns auch die kirchliche Hochzeit helfen, dass wir uns ganz bewusst auch unter den Segen Gottes, unter die Begleitung Gottes stellen. Und dann natürlich am Ende des Lebens. Diesen Übergang vom Leben hier auf der Erde zu einem Leben in einer anderen Dimension zu begleiten. Menschen, die sterben, zu begleiten. Menschen in der Seelsorge zu begleiten. Menschen, die trauern, bei einer Beerdigung zu begleiten, das Ganze würdevoll zu gestalten und die Hoffnung weiterzutragen, es geht weiter, es gibt ein Leben nach dem Tod. Dazu ist Kirche da. Das ist die Aufgabe von Kirche. Und die Aufgabe von Kirche ist vor allem auch zuzuhören. Wir lesen in der Apostelgeschichte 6 von der ersten Gemeinde und es ist immer gut zu fragen, wie haben das denn die ersten Christen gemacht? Dass die Ältesten der Gemeinde auf einmal mitbekamen, dass ein Teil der Gemeinde unzufrieden war. Sie hörten ein Murren, weil ein Teil der Witwen nicht richtig versorgt wurde. Und ich denke, das muss Kirche auch wieder ganz neu lernen, dass wir zuhören, dass wir sensibel werden für die Fragen dieser Gesellschaft und diese Fragen auch beantworten. Wie können wir als Kirche beitragen zu mehr Klimaschutz? Wie können wir als Kirche beitragen zum Frieden in dieser Welt? Wie können wir als Kirche beitragen zu mehr sozialer Gerechtigkeit? Dafür ist in der Kirche Raum. Und es ist immer eine Parallelgesellschaft, immer ein paralleler Entwurf zu der ganz normalen Gesellschaft. Und bei den ersten Christen war das so. Es war der Esprit der ersten Christenheit, dass sie Gütergemeinschaft hatten. Heute murren viele über die Kirchensteuer. Aber damals gab es Gütergemeinschaft. Das heißt, die reich waren, haben tatsächlich geteilt mit denen, die nichts hatten. Und so, und zwar so, dass alle zufrieden waren, dass alle genug hatten. Die ersten Christen haben sich darum gekümmert, dass den Armen, den Kranken, den Witwen und den Waisen, dass denen geholfen wurde, um die sich sonst niemand gekümmert hat. Und auch heute ist das noch eine Aufgabe der Kirche, auf die Nöte der Flüchtenden hinzuweisen, auf die Nöte der Menschen hinzuweisen, die unsere Hilfe brauchen. Dazu ist Kirche da. Orgelspiel und Chorgesänge, Bilder, Bauten und Kultur, alte und ganz neue Klänge, mal in Moll und oft in Dur. Viele können sich entfalten, andere hören gerne zu. Kirche lebt vom Mitgestalten, lebt vom Ich und lebt vom Du. Was für eine unglaubliche kulturelle Vielfalt, was für ein tolles Engagement bundesweit Kirche ermöglicht, in Gesang, in Kultur, die ganzen Kirchengebäude instand zu halten. Wenn wir in eine Stadt gehen, dann lieben wir es doch, in eine Kirche hineinzugehen, eine Kerze anzuzünden und genießen es, dass es die Kirche gibt. Genießen es, dass es in unserer hektischen Gesellschaft einen Ort gibt, in dem wir zur Ruhe kommen können. Das funktioniert nur, solange wir es auch wichtig finden, dass es Kirche gibt. Und all das wird immer auch finanziert durch die Kirchensteuer. Die Kirchensteuer verhindert außerdem, dass sich Pfarrerinnen und Pfarrer genötigt sehen, sich den örtlichen Gepflogenheiten bestimmter reicher Bürger anzupassen, weil die Kirche finanzieren. Dadurch, dass eine Pfarrerin, ein Pfarrer ein Gehalt bekommt von der Kirche ganz zentral, ist er auch frei in der Gestaltung seiner Botschaft, ist er auch frei, prophetisch zu reden und auch unbequeme Dinge zu sagen. Und es ist wichtig, dass wir
auch als Kirche, auch als Pfarrerinnen und Pfarrer, den Finger in die Wunden dieser Gesellschaft legen und mit anderen gemeinsam unterwegs sind für eine gerechtere Gesellschaft. Wo ihr einem der Geringsten helft und nicht vorübergeht, habt ihr Christus selbst geholfen, der zu seiner Kirche steht. Seine Liebe und sein Wesen prägt den Geist, schärft den Verstand, daran kann die Welt genesen und verleiht uns festen Stand. Darum geht es. Kirche, lebendige Gemeinde, schart sich um Christus. Jesus Christus, der einmal gesagt hat, was ihr getan habt einem der Geringsten, das habt ihr mir getan. Das heißt, die Diakonie als ganz frühes Kennzeichen der Kirche. Und auch heute noch. Manchmal sagen mir Leute, ich würde gerne Gott begegnen, ich würde gerne Gott erfahren. Du erfährst und begegnest Gott in jedem Kranken, in jedem Armen, dem du dich zuwendest, in jedem guten Gespräch, wo wir aufeinander achten, wo wir achtsam miteinander umgehen, da begegnen wir immer auch Gott. Und wenn wir mitten in dieser Welt Jesus hinterher stolpern, als eine große Gemeinschaft von Jüngerinnen und Jüngern, dann werden wir spüren, wie wichtig es ist, dass wir in dieser Gesellschaft auch die Kirche haben, als Stimme, als Bewegung, als hoffnungsvolle Bewegung, die immer auch eine Alternative zu dem zeigt, was in dieser Gesellschaft im Moment passiert. Lebendige, gelingende Gemeinde hat einen gesellschaftlichen Gegenentwurf zu dem allgemeinen Wahnsinn dieser Welt im Blick. Sie besteht aus den Menschen, die Jesus nachfolgen. Seine Liebe und sein Wesen prägt den Geist, schärft den Verstand. Daran kann die Welt genesen und verleiht uns festen Stand. Lebendige, gelingende Gemeinde hört das Murren und befragt das Schweigen, das Nicht-mehr-Murren der Menschen in dem jeweiligen Ort in unserer Gesellschaft. Das ist ja ein Problem von Kirche, dass viele von Kirche und von der Gemeinde gar nichts mehr erwarten. Aber wenn wir wieder hingehen und die Menschen fragen, was wünscht ihr euch für euren Ort? Was wünscht ihr euch an Spiritualität? Was wünscht ihr euch an Kultur? Wo könnte Kirche helfen, diese Gesellschaft lebendiger und relevanter zu gestalten? Dann würden wir sehr schnell merken, dass die Menschen auf einmal aufwachen und sagen, jawohl, wir möchten ja, die allgemeinen Bewegungen gehen doch weg von der Globalisierung wieder hin zu einem lokalen Engagement. Und dabei ist die Kirche ganz wichtig. Also das erste war, lebendige, gelingende Kirche hat einen gesellschaftlichen Gegenentwurf zu dem allgemeinen Wahnsinn in dieser Welt im Blick. Sie besteht aus den Menschen, die Jesus hinterher stolpern. Zweitens, lebendige, gelingende Kirche hört das Murren oder befragt das Schweigen einer Gesellschaft, um sich dann zu engagieren und denen zu helfen, deren Stimme keiner mehr hört. Drittens, lebendige, gelingende Gemeinde muss ökumenisch die Bedürfnisse aller Konfessionen im Blick haben. Die Zukunft der Kirche ist ökumenisch. Es geht gar nicht, dass jeder noch sein eigenes Süppchen kocht, sondern die, die Jesus nachfolgen, die Jesus hinterher stolpern, scharen sich um Christus. Es geht um die lebendige Gemeinde in dieser Gesellschaft. Viertens, lebendige, gelingende Kirche ist diakonische Gemeinde, hat auch die mit auf dem Schirm, die durch die sozialen und emotionalen Netze fallen. Ganz wichtig und ein frühes Kennzeichen von Kirche, dass wir einen diakonischen Auftrag haben, dass wir in dieser Gesellschaft helfen, dass sie nicht auseinanderbricht. Fünftens, lebendige und gelingende Gemeinde ist gabenorientiert, lebt von der Partizipation, der kreativen Mitgestaltung seiner Mitglieder und ihrer Wertschätzung. Das ist ja auch wichtig, dass Menschen sich engagieren und dass ich die Möglichkeit habe, mich einzubringen in Mitarbeiterkreisen, im Kirchenvorstand, im Kirchenchor, in einer Gemeindeband, im Besuchsdienst. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich in Kirche zu engagieren und davon lebt Kirche. Kirche lebt von dir und von mir, von uns als Schwestern und Brüder und trägt dazu bei, dass diese Gesellschaft viel bunter und viel kreativer werden kann. Sechstens, lebendige, gelingende Gemeinde lebt von der Transparenz,
dass die Menschen verstehen, warum etwas geschieht, dass sie mitbestimmen können, davon, dass wir Probleme nicht schönreden, sondern wie die Apostel ganz praktisch angehen. Das kann man in Apostelgeschichte sehr schön lesen, dass sie das Murren hören, dass sie die Unzufriedenheit hören in der Gemeinde und dann sagen, okay, wir müssen was unternehmen. Wir schaffen das nicht mehr alleine. Und dann berufen sie einen Rat und sie berufen die ersten Diakone. Siebtens, lebendige und gelingende Gemeinde ist eine betende Gemeinde, die sehnsüchtig im Wort Gottes liest, neue sinnhafte Wege sucht und findet für uns und für diese Welt. Sie ist prophetische und unbequeme Gemeinde, die sich einmischt und nicht schweigt, wo Unrecht geschieht. Unser Gebet sei jedoch, Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir damit an. Darum finde ich Gemeinde, Gemeinde Gottes, Gemeinde Christi in dieser Welt unendlich wichtig. Und ich möchte in keiner Gesellschaft leben, in der diese Stimme des Nazareners nicht immer wieder an ganz vielen Stimmen erklingt. Seid behütet, euer Clemens Bittlinger. Denn diese Spuren führen uns zueinander hin. Und wir werden spüren, dass wir Weggefährten sind. Feiern Sie mit uns am Sonntag, den 4. Juni ab 11.30 Uhr Brunch und Live-Premiere des neuen Albums von Liedermacher Clemens Bittlinger. Mit dabei Mattel Dörsam, Saxophon, David Kandert, Percussion und Gesang und Keyboarder David Plüss. Wir starten um 11.30 Uhr mit einem leckeren Brunch und um 13 Uhr dann die Premiere der neuen CD Spuren von Clemens Bittlinger. Brunch und Konzert zum Preis von nur 20 Euro. Tickets gibt es hier im Kino. Spuren werde ich sehen, wenn ich offen bin. Und ihnen nachzugehen, macht ganz einfach Sinn.